Hallo liebe Zuschauer und willkommen zurück zu Eltes Live Polizei mit Ralf und Paddy Smile. Da kommt der nächste. Hellcat, du bist auch schon, der gestohlen wurde. Wer ist das? Warte mal. Da war gerade noch einer, glaube ich, der gestohlen wurde. Kann das sein? Nee, wir haben eigentlich nur die beiden. Oh, guck mal, der ist doch noch so ein dicker. Ja, Leitstelle für 2 Minuten. Was ist, ich gerade gar nicht. Kurz Nachricht an alle, am Markt wurde gerade eine Polizeilimousine geklaut. Sie ist flüchtig in Richtung Antikiere auf der Hauptstraße. Richtung, ja. 12-1 übernimmt das. Sind auf dem Weg zur Hauptstraße und versuchen das Fahrzeug abzufangen. Ja, cool. Nächster Einsatz. Ging immer zügig. Das wollte ich gerade sagen. Das war jetzt der Zickzack. Geht ab hier. Jo. Jetzt ist richtig Action hier. Na, ich möchte jetzt, bin mal gespannt, ob sich jetzt irgendwann mal wieder was entwickelt, wo man hier ein bisschen RP machen kann, weil aktuell war das ja mehr so, Fahrzeug gestohlen, ja, Fahrzeug Helikopter gestohlen. Ja. Da ist dann mehr Schießerei als Roleplay. 12-1, wir fliegen auf dem Highway jetzt nach Kavala, wenn uns die Limousine entgegenkommt, sagen wir Bescheid. Ja, alles gut. Das Auge aus der Luft. Ja, dann können wir ein bisschen Roleplayen. Ja, ja, klar, machen wir auch. Rein von Polizeichef, bitte komm. Polizeichef hier. Okay. Hallo Polizeichef. Ich bin der Ralf, wie geht's dir? Du bist neu hier, oder? Ja, ich bin ganz neu, ich wurde erst gestern befördert, vom Rekruten. Hab ich schon mal gesagt, dass ich schon, was ich früher eine Frau war und so, ey, voll krass. Ja, ich war früher mal ein Kind. Positiv. Krass, Mann, du bist da drauf. Du hast bestimmt ein hartes Leben hinter dir. Ja, auf jeden Fall. So groß werden. Ja, das ging ganz schnell. Und Party bei dir, wie war dein Kind so? Ja, dein Kind? Oh, ganz hässlich, du, ganz hässliches Kind, doch. Schon wieder, verdammt. Ich hab es Dieter genannt, Dieter. Ja. Toll. Danke dafür. War super. Rated bitte das RP. Dafür Daumen hoch für diese Scheiße. Alle Leitstelle wieder an mir. Können wir Checkpoint warten oder? Nix da warten. Leitstelle. 13.6 am Start. Pass auf, was soll jetzt sagen? Zwischen dem T-Helm und Checkpoint 1 befindet sich ein Hunter. Ich bettel mich mit ihm. Ich bettel mich mit ihm? Hab ich verstanden? Ich bettel mich mit ihm. Wir übernehmen. Ich hab verstanden, ich bettel mich mit ihm. Ja, hab ich auch verstanden. Ja. MC Battle, so, weißt du, so. Yo, Alter, ich würde Hunter gegen Hunter. Ich bin Ifrit, du bist Hunter. Hu, ha, hu. What the fuck? Felix Mal denkt sich wieder, warum hab ich nur zum Teufel diese Spastis aufgenommen? Nee, ist so geil, ein bisschen albern darf man ja sein als Bulle. Da bist du ja auch jetzt gerade gefahren. Habt ihr irgendwie was zu essen mit? Ja. Mir so eingefallen. Ja, ich hab was zu essen mit. Ich bin da zwar gleich tot schon, aber Start. Da ist ein Auto. Ein Quad. Okay. Alles nice. Was machst ich du da? Ich esse nur kurz was. Achso, ich esse nur kurz. Du wolltest jetzt verfolgen. Nein, ich muss noch raussteigen. Ohne Grund einfach das Quad verfolgen. Vielleicht finden wir ja diese Limousine. Ja. Bist du ja auch so nichts entgegengekommen. Mhm. Der geht bestimmt zum Gebrauchtwarenhändler. Wir düsen zum Gebrauchtwarenhändler. Ach, der ist in der Nähe von Kupferverarbeitung. Ja, bitte, genau. Okay, dann fahren wir da mal als nächstes hin. Okay, ich muss mal kurz auf der Karte markieren. Walter White ist aber auch da. Ist das ein Helikopter, mit dem sie da? Geil, wir fahren trotzdem hin. Jetzt geht's los! Ihr seid doch schon auf dem Highway, oder? Naja, weil da sind schon andere auch schon auf dem Highway. Okay, alles klar. Das heißt, wenn die Limousine jetzt hier irgendwo wäre, hätten sie die schon gesehen. Die Sportlimousine steht am Markt. Toll! Hä? Fährt Richtung Apfelfeld weiter. Oh, und dann... Okay. Okay, das alles gut. Dem Henninge sollten wir jetzt noch mal ein bisschen... Aber der wird schon noch. Apfelfeld, ja. Ey, wir sind hier Flughafen. Wir sind am Arsch der Welt, ey. Alter, drehen wir wieder um, ey. Der hat gesagt, Richtung Checkpoint 1 fährt er. Das ist nicht richtig Checkpoint 1, Alter. Der ist noch in Kavala. So muss man das dann sagen. Hätte gelogen. Lügner. Und da muss man sagen, er fährt Richtung Apfelfeld. Wenn er am Apfelfeld vorbei ist, nimmt man die nächste Sache, die nahegelegen ist. Aber man nimmt doch nicht das, was 10 Kilometer entfernt ist. Wohin fahren wir denn jetzt eigentlich, Leute? Hey, ja, eigentlich wollten wir ja den Einsatz machen, aber irgendein Spasti stupst mir gerade an. Den werde ich jetzt erstmal vom Server kicken. Mit der Nachricht, ich liebe dich. Ja, ich liebe dich auch. Ich liebe dich. Arsch. Oh, da kommt einer, wer ist das? Ja, da kommt was. Wer war das jetzt, der mich angestupst hat? Perentor. Wo ist der? Perentor. Was ist denn der? Wenn er mich nochmal anstupst, bann ich ihn vom Server. Nett.
Ja, sorry. Guck mal, weißt du was? Hinter meinem Namen steht Aufnahme, ich bitte dich. Ja, genau, da denkt sich jeder Mensch, guck mal, wenn Mentor aufnimmt und ich anstupse, dann sage ich seinen Namen. In der Aufnahme, verstehst du? Naja. Dir reicht, Kumpel, nicht schlecht, Mann. Das Thumbs up. Ja, nur du hast dich gerade so unbeliebt gemacht, dass ich nie mehr in meinem Leben mit dir reden werde. Oh. Stupsen wir, komm, Paddy, stupsen wir auch mal Mentor an. Mal gucken, was er mit auf. Nee, muss fahren. Jetzt rede ich nicht mehr mit euch. Ja. Wir nehmen zusammen auf, aber ich rede nicht mit euch. So, okay, Leute, wie sieht das aus? Wollen wir mal Richtung, Highway. Ja, genau, Highway. Die Richtung jetzt wechseln. Genau, super. Wenn ich wieder zurück. Da kommt man nämlich auch an der Mafia vorbei. Und das ist eigentlich nicht so schlecht. Mit der Mod-Leader an der eltischen Mafia kommen wir dann vorbei. Ist doch vorhin aus dem Knast ausgebrochen worden mit Fessel den Henning. Eltische Mafia? Ich weiß auch nicht, was mit dem ist. Und ich glaube, der steht noch auf der Fahndungsliste, der Royal. Ja, aber sowas von. Ja, denke ich auch. Henning, den du gerade entfesselt hast, der steht voller Kanne auf der Fahndungsliste, ne? Sound resumed. Ja, ich habe ihm aber, wie heißt das, eben schon das Ticket gegeben, sprich, einige Sachen davon waren vor dem neuen Leben, also New Life. Er ist eben nochmal am Markt gestorben. Irgendwie ist die gerade buggy, die Liste. Das ist nur schon, der erzählt ja nochmal Bullshit. Bullshit. als Polizeichef muss ich dazu ganz eindeutig sagen, das kann auch sein, dass er sich töten lässt oder einfach so stirbt, um diese Scheiße loszuwerden. Ganz einfach. Und das geht natürlich nicht. Also du musst gucken, warum der gestorben ist. Am Marktplatz sterben ist sehr unwahrscheinlich. Das geht gar nicht. Sound resumed. Stimmt. Da hast du recht. Ja. Also es kann sein, dass der sich ein bisschen verarscht. Ich muss das leider verneinen. Am Marktplatz stirbt man sehr schnell, wenn neue Spieler mit die Quads fahren und nicht Acht geben. Jetzt, das hat der Berger auch nicht verstanden. Es geht ja spezifisch darum, dass er sich extra überfahren lässt, etc. pp., um eben von der Fahndungsliste zu kommen. Davon spreche ich. Deswegen erstmal gucken. Das ist so verstanden. Wird es hell? Ich glaub's nicht. Es wird hell. Ja, es geht schnell. Ja, das ist nice. Wenn's hell wird, ist super. Ja gut, werde ich das nächste Mal auf jeden Fall nochmal drauf achten. Ist vielleicht noch jemand frei? Ich habe hier am Markt dauerhaft mehrere Fälle gleichzeitig zu bearbeiten. Fahren wir nicht gleich am Tieren vorbei? Wie bitte? Was sagst du, Ralf? Fahren wir nicht gleich am Tieren vorbei? Ist es nicht hier gleich? Nee, das ist in der Nähe von Kavala. Okay. Hier Leitstelle, hab's so verstanden. Wir fahren jetzt erstmal. Wir hatten Nachhilfe. Ja, verstehe ich. Ich dachte, wir sind in die falsche Richtung unterwegs. Wir fahren nach Kavala. Ja, kriegt er sie noch ein, der Typen? Kavala Tierheim, was ist das für eine Nachricht, Alter? Ja, zweimal nacheinander hat er sie geschickt. 12 Tier Leitstelle. Er hat einfach nur schnell zum Tierheim. Ja, was soll man? Wir fahren zusammen mit 13.1 und 13.6. zum Tierheim, sind direkt in der Nähe, 1 Kilometer. Alter, man versteht kein Wort, ey. So verstanden, Ende. Der Royal Gamer wurde ausgeraubt von MOD-Leader, aber da siehst du doch schon, dass die ein bisschen auch trollen hier, die MOD-Leute. Ja. Ja, die rauben sich gegenseitig aus, er stirbt, das ist schon ein bisschen verdächtig, ne? Ja, logisch. Die wollen das. Die wollen, dass die Strafe von denen genommen wird, weil sie dann nicht tot sind. Ja, müssen wir mal RP-technisch auf den Zahn führen, würde ich sagen, wenn wir diese Person... Ist sehr merkwürdig, finde ich. Weiß gar nicht, müssen wir jetzt hier lang? Ja. Vor allem, wie gesagt, am Marktplatz zu sterben, wenn man ein bisschen schlau ist, dann geht das nicht. Hat er fährt Richtung Kavala ein, konnten ihn nicht aufhalten. Ja, da kriegt er sich noch ein, diese Fabian. Ich muss mal ganz kurz schon mal was sagen, weil das ist jetzt echt sehr wichtig. Das möchte ich dann, dass sie das mal an die Admins weitergeben, deswegen sage ich das mal eben. Dass wir eine neue Regel einfügen. New Life Regel. Ja. Und zwar nicht, wenn man so stirbt, also wenn man überfahren wird, wenn man so stirbt, weil man irgendwo runterfällt oder so, dann wird die Strafe nicht gestrichen. Die wird nur gestrichen, wenn man von einem Cop getötet wird. Das müssen wir klar machen, weil sonst töten die sich gegenseitig und dann ist die Strafe weg und das ist natürlich total behindert. Weißt du, was ich meine? Ja. Deswegen muss ich das mal ganz kurz durchgeben, weil wenn die das jetzt hier noch machen... Alles abgeben, diese Klamotten abgeben, das Geld einpacken und dann das erschießen. Richtig, so, richtig, genau. Und das ist natürlich richtig affig, sowas. Ich will es nur mal kurz sagen, dass die das in der Abmir weitergeben. Ja. 12.1 an Leitstelle. Wichtige Frage oder Information, die ich hier geben muss. Sound resumed. Leitstelle hört 14.1.
Folgendes. Ich würde gerne, dass vielleicht an unsere Regierung weitergegeben wird, dass wir eine neue New Life-Regel einführen bezüglich der Strafen. Und zwar werden die Strafen nicht, das ist mein Vorschlag, das wäre nur nett, wenn ihr das vielleicht weiterreichen könntet, und zwar werden die Strafen nicht gelöscht, wenn man stirbt durch Überfahren, durch dass man irgendwo runterfällt oder dass man von jemand anders erschossen wird, sondern die werden nur gestrichen, wenn man von einem Cop erschossen oder festgenommen wird. Weil sonst können die sich gegenseitig töten, um die Strafe zu verlieren oder eben Selbstmord begeben oder sich einfach von einer rivalisierenden Gang töten lassen, um eben die Strafe zu verlieren. Das ist nicht genehmigt. Also das finde ich ist, ne, das ist ja Schwachsinn. Sound resumed. Hier Leitstelle, so verstanden, wäre es an die Regierung weiterleiten. Vielen Dank. Sound resumed. So, weil dann haben wir das nämlich auch schon mal geklärt. Dann könnt ihr das nämlich gleich direkt einführen. Weil sonst haben wir hier echt das Problem, dass die sich alle nacheinander das Leben nehmen, um die Strafe zu verlieren. Kurbel! Das ist nicht so nice. Ja, hier lang. Ganz schöne Tour, die wir vor uns haben hier, merke ich schon. Ich weiß aber nicht, ob man das skripttechnisch überhaupt machen kann, weißt du das? Nein, das weiß ich nicht. Ich weiß auch nicht, ob das geht. Naja, die Updates müssen es wissen. Ist aber, denke ich, mal ganz wichtig, weil sonst, ne? 12-4 ja. An Leitstelle. Warum ist er eigentlich 12-4? Nach Zeugenbefragungen fährt ein Hunter Richtung Kavala an. Können jedoch nicht genau den Fahrer und Passagiere bestimmen. Oder wisst auch nicht, wo er sich genau befindet. Ach, wir sind 14. Ich dachte, wir sind 12. Nee, wir sind 14. Okay. Hier, Leitstelle, so verstanden. Fahren Sie die Hauptstraße weiter Richtung Kavala ab und sollten Sie das Fahrzeug sehen, nehmen Sie die Verfolgung auf. Sollten Sie bis Kavala das Fahrzeug nicht sehen, brechen Sie die Verfolgung ab. Alter, wo sind wir hier? 13 Sekunden, ja, der wegen Ergänzung an Informationen zu dem Hunter. Er hatte mich eben auch gerammt. Der Fahrer heißt Übermensch. An unserer Position, Hunter gestoppt, werden beschossen. Was ist eure Silent Position? Silent Pain, was ist eure Position? Ja. Ja, müssen wir auf der Karte gucken, die sind zu blöd, um die Position zu geben. Ja, aber die suchen auf der Karte. Mann, Alter, sag mal, wer hat dich denn vorfahren lassen hier? Party. Du? Leitstelle an alle, ich bitte euch, die Fahndungslisten aktuell zu halten. Für 50 halt Dollar. So. Wir wollen Aufmerksamkeit. Ja. Party, erklär mir mal, wo du... 14-1 an Leitstelle, ich bitte darum, dass Silent Pain mal durchsagt, an welchem Ort sie beschossen werden, weil das weiß ich nicht. Sound resume. So verstanden. Das ist gut, dass ich es verstanden habe. Aber du meinst Silent Pain, oder? Ja, er weiß es ja auch nicht, aber Silent Pain muss es ja sagen, ne? Ja. Ist halt total bescheuert. Silent Pain von Leitstelle, kommen, Frage, Standort. Frage Standort. Der Typ ist so cool. 12-4 an Leitstelle. Hat beschossen. Sind auf dem Weg zu dem besagten Ort. Was für ein besagter Ort? Was? Der besagte Ort hat das Schneewittchen oder was? Mann, ey. 13-1 Funkspruch wiederholen, komm. 13-1 an Leitstelle. Werde entweder mit MK200 oder mit Offroad oder HMG beschossen bei meiner Position. Das ist wunderhübsch, aber das hilft uns nicht, weil wir nicht wissen, wo du bist, Kollege Bratwurst. Positionen bitte unbedingt. Okay, Positionen auf Karte markieren, sodass sie alle sehen können. Es wird mit schweren Erdbeben gerechnet, Stufe 3. Bitte alle Einsatzkräfte bereiten. What? Was? Erdbeben? Stufe 3 meldet sich erstmal vom Dienst ab. Okay. Oh, Henning ist raus. Wo bist du jetzt eigentlich hin? Leute, es gibt ein Erdbeben. Was soll das jetzt heißen? Ja, anscheinend. Fahrt mal bitte rechts ran und bleibt mal stehen. Das gibt's aber schon länger so. Seit 3 oder 4 Tagen, seit dem Arma-Update, gibt's Erdbeben, ja. Okay, dann müssen wir jetzt ein bisschen warten und hoffen, dass hier nichts Schlimmes passiert. Nee, okay, dann bleiben wir mal stehen. Im Hunter sind wir gut beraten, weiterzufahren. Das passt schon. Auch okay. Während des Erdbebens? Ja, ja, kein Problem, hat er jetzt aus. Ich würde aber gerne mal das Erdbeben erleben, also ich würde es gerne sehen. Das kriegst du mit, das kriegst du mit, glaube ich. Okay. Oh Gott. Ich habe Angst, Erdbeben, oh nein. Oh mein Gott. Ich muss unbedingt mal durchsagen, dass die bitte ihre Position ansagen sollen. Das bringt doch nichts, wenn wir auch die Karte absuchen, wo sie sind. Dann sind wir morgen noch nicht fertig. Ich habe ihn übrigens auf der Karte markiert mit Prinzessin auf der Erbse. Prinzessin auf der Erbse. Nice.
Läuft. Aber du fährst jetzt hin, ne? Zu der Position da, wo die sind. Oder? Paddy? Ne, Paddy fährt irgendwo hin. Ich weiß noch nicht, wer Paddy fährt. Das ist das Witzige. Paddy fährt irgendwo anders hin, Mann. Wirklich. Alter, wir wollen doch jetzt, dass du den Beschuss hinfahren. Nein, ey. Das war knapp. Seit 10 Minuten sage ich, Paddy, wohin fährst du? Kein interessiert's. Wir haben abgesprochen, Highway. Ja, aber der hat doch gerade durchgesagt, die brauchen Verstärkung, weil sie beschossen werden. Okay, wir wissen die Örtlichkeit immer noch nicht, weil die immer noch nichts gesagt haben. So, ja. Ich weiß schon, wo er ist. Ich kann dir sagen, dass wir dadurch, dass wir die ganze Zeit weggefahren sind, 16 Kilometer weg sind davon. Ja, dann lassen wir das. Dann fahren wir jetzt Richtung Barrowbridge Road. Das ist auch egal. Ich habe am Flughafen, wo wir waren, schon gefragt, so, ob wir da durch hin wollen. Ja, habe ich nicht mitbekommen. Tut mir leid. Kein Problem. War halt damit beschäftigt, dass die teilweise echt ziemlich Bullshit haben. Aber Paddy ist auch da stur einfach weitergefahren. Paddy hat es auch nicht interessiert, von daher. Nee, man hat gesagt, wir wollten zum Schiffpunkt. Ja, aber es ist nicht Highway Patrol. Egal, jetzt fahren wir da hin. Jetzt fahren wir da hin. Ist halt seit eine Folge rumgurken auf dem Highway mit dem Hunter. Ja, es war trotzdem nice. Dafür gibt es gleich ein Erdbeben. Guten Abend, Herr Mentor. Drehen Sie heute in diesem wunderschönen Abend. Ach, an diesem wunderschönen Abend wieder eine ihrer bekannten Dokumentationen. Ja, allerdings, das tue ich. Ich antworte jetzt aber nicht, weil sonst kann ich hier 1000 Leuten die ganze Zeit Nachricht schreiben. Soffen oder warte hier schon wieder. Tut mir leid. Ich will mit der Handbremse in die Kurve fahren. Alter, was machst du denn? Handbremse, C. Krasser ein bisschen stunten mit den Fingern, aber funktioniert. Krasser Typ da. Voll geil, oder? Mhm. Wo bleibt denn das Erdbeben? Ich frag mich halt. Übrigens können wir auch an einem Hybrid Patrol, glaube ich, einen Helikopter rausholen. Ja, siehst du? Das heißt, wenn wir wollen, können wir auch wieder woanders hinfliegen. Das ist das Ding. Fahren dort. Fahren dort wirklich lange. Ist gut. Welchen Rang hat Paddy eigentlich? Unteroffizier? Unteroffizier? Weiß ich gar nicht. I don't know. Ich bin auf ZDF Altes. ZDF Altes. Mit dem zweiten sieht man besser. Aber jetzt ist es ziemlich ruhig im Sidechat, ne? Also hier ja, finde ich gut. Weil die was zu erledigen haben. Ja, die sind gerade im Einsatz, ist halt, ne? Alter, finde ich sowieso nicht den Typen, Alter. Hier sind so viele Leute online. The Ghost. Kann er überall sein, der Typ. Ja. Antwort einfach ja. Ja. Dum, 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 dum. Ja, geil, jetzt ist es auch super. Dum, 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 dum. Ja, der bebt! Naja, war ja. Was ist das? Es war mal kurz! Was ist das? Was ist das? Leitstellen alle! Erdbeben! Oh. Mehrere Erdbeben! Wir Sound merken es! Sound resumed. Boah, geil, Mann! Treffer, Leitstelle! Man hört dich nicht, Alter, du leckst wie Sau! Leitstelle! Leitstelle hört! Bitte in der Kantine morgen keine Bohnen mehr, danke! So verstanden, werde ich versuchen einzurichten. Keine Bohnen mehr. Los, bewegen Sie sich, raus aus dem Gebäude, raus aus dem Gebäude! In die Nachbeben, ne? Naja. Nachbeben. Nee, sieht aus wie immer noch nicht so richtig erdbeben. Ja, wir sollten mal vielleicht fahren noch ein paar. Also, es gibt in den Häusern, kann man auch sterben, wenn man gerade drin rum unterwegs ist. Ja, ja. Okay. Wir sind aber es geht in die Häuser, noch ganze Insel, wow, ne? Boah, Alter. Oh. Übel. Wow, hey, Alter, hast du ordentlich reingehauen, ne? Alter, jetzt kommt alles aus Kavala, ich bin da nicht. Ja, dass irgendeiner hat da richtig Dünnschiss. Okay, dann, Dünnschiss. Ups. Boah, Alter, das endet ja nicht. Auf Boden. 13.6 an Leitstelle. Melde mich ab vom Dienst für eine kurze Zeit. Das ist überstanden. Besser. Oha! Alter, wie oft bebt das nach? Krass. Stell dir mal vor, du bist jetzt in der Schießerei. Ja. Du kannst gleich nicht treffen. Achtung, das. Da, Ju auf! In den Keller, Ju bleiben! Altschiff, Altschiff, mein Freund. Ja. Doppelpunkt, Linkerung! So. Da, Ju! Hilfe!
Ich bin so badass, ich mache jetzt erstmal hier ein paar Kniebeugen. Ja, Kniebeugen. Du machst beim Erdbeben. Kniebeugen, Kniebeugen, Kniebeugen beim Erdbeben. Fett bleiben, Ralf. Fett, 1, 2, 1, 2, links, rechts, 1, 2. Ah, ist vorbei. Ja, ich glaube auch. Mit meinem Kniebeugen ist Erdbeben. Ich habe da so Ultraschallwellen in den Boden gesendet und damit hat's aufgehört. Genau, Party, mach mit, komm schnell. Ja, los. Gegen das Erdbeben. Okay, gegen das Erdbeben. Ihr drückt sozusagen den Boden nach unten, damit es aufhört. Nein, komm, wir machen den Tanz des Erdbebens. So, ich bin fertig. Okay. 3, 2. Warte, ich will auch mitmachen, wie geht das? Ich kann den Tanz des Erdbebens nicht machen, weil die Taste, wie ich festgestellt habe, bei mir auch auf meiner Aufnahmetaste liegt. Deswegen habe ich vor, 12, 1, an Leitstelle, bitte komm. Leitstelle hört. Leit und an Nummer 1. Ist das Erdbeben vorbei? Genau. Oder gibt's noch Nachbeben? Die Leitstelle ist auch der Wetterdienst, du hast recht. Ich bin leider kein Geologe. Ich bin leider kein Geologe, das kann ich leider nicht sagen. So, und während Paddy hier seinen Kung-Fu-Style auspackt... Ja, Paddy! Da komm her, Ralf! Also wir können bestätigen, wir haben gerade den Wettertanz gemacht, also die Wahrscheinlichkeit ist gering, dass es noch ein Erdbeben gibt. Sound resume. Verstanden. Alles klar. Gut, mit diesem wunderbaren Wettertanz und hier von der Polizeistation würden wir uns verabschieden von euch. Schön, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns. Tschüss!